Hi, ich bin Friederike und heiße dich herzlich willkommen bei einem neuen BookTube-Video. In dem heutigen Video möchte ich dir meine Leseliste für den Monat Mai zeigen. Solltest du dich wundern, warum meine Haare ein wenig wild aussehen? Das passiert, wenn ich meine Haare mal tagsüber Luft trocknen lasse und nicht erst nachts. Wie dem auch sei. Vorab einmal zu dem Listenthema. Ich schreibe mir gerne eine Leseliste, einfach zur Orientierung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer extrem dran halte und nur daran orientiere, aber ich finde, es kann nicht schaden, sich so grob zu überlegen, worauf man Lust hätte. Ich mag das sehr gerne. Allerdings ist mein Schreiben von der Liste und meine Umsetzung von der Liste häufig nicht ganz miteinander kompatibel. Also das merke ich dann auch immer, wenn ich mir vor allen Dingen ältere Reels oder so angucke, dass ich da doch sehr inkonsequent bin tatsächlich, und ich mache es zum Beispiel auf Instagram auch so, dass ich eigentlich wöchentlich die Liste teile und gefühlt schreibe ich sie, also schicke sie Montag in meine Story rein und ab Dienstag sieht sie schon ganz anders aus. Wie du siehst, es ist da nicht ganz so harmonisch, aber egal, es ist wie gesagt nur eine Orientierung für mich, und dementsprechend sind auf meiner Liste häufig deutlich mehr Bücher, als ich eigentlich tatsächlich lesen kann. Und ich werde dir auch in diesem Video, genauso wie auf Instagram, nicht alle Bücher zeigen, weil das würde mich unter Druck setzen, das würde dich vermutlich unter Druck setzen, weil du dir denkst, okay, wie sollte das jemals jemand schaffen? Und dementsprechend zeige ich dir nur eine Auswahl. Und diesen Monat habe ich mir schon seit März vorgenommen, dass ich auch eine Challenge mache. Wir beginnen mit zwei Büchern, die in die anderen Kategorien nicht passen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich dir zuerst die Bücher zeige, dann Buddy Reads und zu guter Letzt einmal die Challenge-Bücher. Und zwar beginnen wir dann direkt mit Knight of Crowns Band 2. Ich wollte dieses Buch direkt, nachdem ich es mir gekauft habe, das war, nachdem ich Band 1 beendet habe, also es hat sehr gut gepasst vom Veröffentlichen her, wollte ich dieses Buch lesen. Ich habe mir auch mal meine Leselisten angeguckt, die schon letztes Jahr immer jeden Monat von mir erstellt worden sind, und jedes Mal war dieses Buch drauf und kein einziges Mal habe ich es gelesen. Dann konnte ich letztes Mal beim Durchstöbern von BookBeat feststellen, dass das Buch dort als Hörbuch vertont wurde und nun veröffentlicht ist, und ich war so, okay, mit dieser Chance werde ich es auf jeden Fall schaffen und ich freue mich da schon drauf. Ich sag dir kurz, worum es in Band 1 ging, und zwar geht es um zwei Fürstenhäuser bzw. Anwesen, die verflucht sind und mittlerweile zu Internaten geworden sind. Die Protagonistin kommt dorthin für die Sommerschule, weil sie da irgendwie was nachholen muss, und sie denkt sich so, okay, irgendwie ist ein bisschen was merkwürdig, aber ihr fällt nicht auf, dass die ganzen Mitschüler so Symbole auf den Handgelenken haben. Und irgendwann ist es aber so, dass sie im Wald eine versteinerte Mitschülerin entdeckt und auf einmal taucht auch bei ihrem Handgelenk ein Symbol auf. Ich mochte Band 1 sehr gerne, fand es sehr cool und freue mich jetzt auf die Fortsetzung im zweiten Band. Und dann auch direkt das zweite Buch dieser Kategorie, Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Ich habe darüber jetzt schon, glaube ich, in mehreren Videos gesprochen. Es ist unter anderem auf meiner 22 für 2022 Liste. Ich verlinke dir das Video oben auf dem i. Auf jeden Fall geht es darin um einen Jugendamtmitarbeiter, der sich um magisch begabte Kinder kümmert, und dann wird er eben zu Mr. Parnassus heimgeschickt und da trifft er halt auf eine ganz, ganz neue magische Welt. Das ganz kurz dazu, ich denke, die meisten werden den Inhalt kennen. Das Buch ist gehypt, das Buch wird geliebt, und da der zweite Band, also die gehören ja nicht zusammen, aber ein neues Werk vom Autor rausgekommen ist, habe ich mir überlegt, dass ich gerne beide Bücher im Mai lesen möchte, und ich freue mich da ebenfalls schon sehr, sehr drauf. Das waren auch schon die beiden Bücher, jetzt kommen die Buddy-Read-Bücher. Tatsächlich, ja, bin ich eigentlich schon bei allen Büchern beim Buddy-Read dabei. Ich habe mich da ein bisschen verplant, würde ich sagen. Also es waren auf einmal mehr Buddy-Reads gleichzeitig, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich zeige dir auf jeden Fall jetzt vier davon. Und zwar starten wir mit A Single Night. Auch diese Reihe wurde ja sehr stark gehypt. Und ich glaube, ohne Bookstagram hätte ich die... Also wäre ich nicht drauf gekommen. Ich glaube nicht, dass ich dann zu der Reihe gegriffen hätte. Beziehungsweise ich sehe sie halt auch sonst nirgendwo. Aber als ich mit Bookstagram angefangen habe, habe ich diese Reihe halt überall gesehen. Alle haben davon geschwärmt. Und als sie dann reduziert waren, dachte ich mir, okay, ich lege mir alle Bände zu. Auf jeden Fall, wie gesagt, lese ich dieses Buch nun im Buddy Read. Und es geht darin um eine Protagonistin, die sehr modeinteressiert ist und bald auf College geht. Aber vorher ist sie bei einer Modenschau bzw. Preisverleihung dabei. Und dort trifft sie dann auf den talentierten Jungdesigner Jasper. Und mit ihm verbringt sie eine wundervolle Nacht. Anderthalb Jahre später treffen sie sich wieder. Mittlerweile studiert sie und an ihrem College treffen sie sich auch wieder.
Er scheint jedoch ein wenig verändert zu sein und sie fragt sich, warum habe ich an diesen Typen in den letzten Jahren überhaupt gedacht? Ihm scheint der Ruhm da ein bisschen über den Kopf gestiegen zu sein. Und hinzu kommt auch noch, dass Jasper zusammen mit seinem Kumpel Ian Mode macht und Ian ist die Protagonistin ein Dorn im Auge. War das die richtige Reihenfolge? Ich glaube schon. Auf jeden Fall war der Einstieg schon super cool. Allerdings schreibt die Autorin sehr, sehr lange Kapitel. Daran muss man sich ein wenig gewöhnen, aber das erste Kapitel hat sich sehr, sehr gut lesen lassen. Von daher bin ich guter Dinge, dass es auch bei den nächsten Kapiteln trotz der Länge so sein wird. Das nächste Buch lese ich mit Tanja zusammen. Wir sind da mittlerweile in einem guten Rhythmus und lesen auch ein paar mehr Bücher gemeinsam. Wirst du dann auch in meinem Lesemonat feststellen können. Auf jeden Fall lesen wir Undercover Bridesmaid. Und in diesem Buch geht es eben um die Protagonistin, die sich einschleust als Brautjungfer. Und zwar nicht in Form von, ich bin hier die Hochzeitsplanerin, sondern ich bin eine Freundin, eine Bekannte von der Braut und ja, kümmere mich einfach drum, sodass es nicht so auffällt, dass da jemand anderes seine Hände mit im Spiel hat. Egal welches Problem auftritt, sie ist da und hilft dabei und regelt das Ganze. Allerdings kann sie von einer Hochzeit selbst nur träumen und dann kommt aber Ablenkung in Form von einer Hochzeit in der High Society und die Person, die heiratet, ist eher eine Bridezilla als alles andere, was natürlich ihren Job nicht einfacher macht, bis sie auf den Bruder der Bridezilla trifft. Der Einstieg war auch hier wirklich cool. Ich mag es, wie es aufgemacht wurde, das Buch, mal abgesehen davon, dass es von außen super schön ist. Ich muss sagen, ich bin kein Rosenfan eigentlich, aber das finde ich sehr gelungen und sehr, sehr schön. Und es klang auf jeden Fall humorvoll. Bisher gibt es da auf jeden Fall ein paar Ansätze, aber wir sind auch noch ganz am Anfang, von daher bin ich da guter Dinge. Und generell auch die Aufmachung von innen ist sehr abwechslungsreich. Also man hat nicht nur Fließtext, sondern Chatverläufe. Man hat so Hochzeitskärtchen, sag ich mal, damit man weiß, welches Paar jetzt heiratet. Und man bekommt dann von den Hochzeiten auch bisher nur so Ausschnitte, was aber ganz cool ist, weil man da schon einen guten Einblick bekommen kann, wie das halt so ganz unterschiedliche Hochzeiten sein können. Und darauf bin ich auch sehr gespannt und freue mich drauf, das Buch dann gemeinsam mit Tanja zu lesen. Als nächstes kommt ein Buch, auf das viele schon hingefiebert haben, weil man von der Autorin länger nichts mehr mitbekommen hat. Und zwar handelt es sich um Lonely Heart. Da beginne ich den Body Read morgen. Auf jeden Fall geht es in dem Buch um eine Protagonistin, die eine kleine Radioshow hat. Und im Zuge dieser Radioshow möchte sie eine Band, eine bekannte Band interviewen. Als die jedoch bei ihr sind, geschieht irgendwas Dramatisches, Komisches, was so ein bisschen dafür sorgt, dass das Interview abgebrochen wird und die Fans einen Hass auf sie schieben. Dieser Hass wird so groß, dass sie auch auf der Straße angegriffen wird und weil die Band das nicht einfach mit angucken möchte, laden sie sie auf ein Konzert ein, zum Zeichen, dass sie es hinter sich gelassen haben. Dort trifft sie auch auf den Schlagzeuger, glaube ich, wieder, der ganz traurige Augen hat und dann entwickelt sich was. Ich muss sagen, als dieses Buch vorgestellt wurde von, ich glaube, Mona Kasten selber, war ich nicht so überzeugt. Ich mag ihre anderen Bücher echt gerne, aber ich fand den Klappentext verwirrend. Und wenn der Klappentext schon verwirrend ist, ist es natürlich dann ein bisschen schwierig, dass ich sage, oh ja, ich freue mich richtig auf dieses Buch. Aber ich habe es mir dann doch zugelegt, mit Farbschnitt natürlich. Ich meine, Elster, wie ich meines Zeichens bin, muss es natürlich sein. Ich werde es, wie gesagt, im Body Read lesen. Bin schon gespannt drauf, ob es mich überzeugen kann. Wie gesagt, so ein bisschen Skepsis ist da schon dabei, aber ich bin guter Dinge, dass es was wird. Zu guter Letzt in dieser Kategorie ein Buch, was ein wenig aus der Reihe fällt. Und zwar haben wir einmal Shelter von Ursula Poznanski. Ich finde, das Buch sieht ultra cool aus. Ich finde, so von vorne ist es sehr speziell, aber ich finde, dass der Buchrücken sehr edel aussieht. Keine Ahnung warum, aber ich finde es einfach cool. Und zwar geht es in diesem Buch darum, dass auf einer Party den Gästen dort langweilig ist und dann denken die sich so, hey, lass uns doch mal eine ganz abgefahrene Geschichte ausdenken über Außerirdische und die verbreiten. Gesagt, getan. Und sie haben dabei nicht bedacht, dass gegebenenfalls dieses Gerücht eine Runde macht. Immer mehr Menschen nehmen auf jeden Fall dieses Gerücht auf und denken, es wäre wahr. Und so hat das Ganze irgendwann ungeahnte Ausmaße und Konsequenzen, die vielleicht sogar zum Tod führen könnten. Das klingt, finde ich, super cool. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird und freue mich drauf. Ich kann auch nicht so viel dazu sagen, aber werde damit sehr zeitnah beginnen, wahrscheinlich spätestens morgen und bin dann wirklich
wirklich gespannt, was es damit auf sich hat. Kommen wir nun zu meinem Vorhaben, was ich mir für diesen Monat vorgenommen habe. Bereits im März habe ich mir überlegt, dass ich darauf Bock hätte. Allerdings hat es da noch nicht zeitlich reingepasst und auch im April nicht. Aber jetzt im Mai sollte ein guter Zeitpunkt sein. Und zwar möchte ich gerne mehr rein beenden. Nicht, weil ich super viele offen habe, sondern weil bei mir ist es so, dass ich entweder, ich lese die Reihe in einem durch, oder ich brauche ultra lange, bis ich weitermache. Nicht, weil die Reihe schlecht war, sondern einfach nur, weil ich dann immer wieder andere Bücher sich dazwischen drängeln lasse. Also das ist einfach bei mir super verrückt. Und von daher war ich so, okay, ich möchte jetzt endlich die Reihen, die ich schon lange gerne weiterlesen möchte, in diesem Monat weiterlesen. Ich werde nur ganz kurz was zu den Büchern sagen, weil sonst würde es den Rahmen ein wenig sprengen. Weil auch da wieder habe ich mir ein paar mehr Bücher vorgenommen, beziehungsweise ein paar mehr Reihen. Ich werde vermutlich nicht alle schaffen. Wäre cool, wenn, ja, aber ich glaube es nicht. Aber ich werde dir trotzdem einmal alle zeigen, die ich gerne beenden würde. Beginnen wir mit der Love Receipts Reihe. Das sind Band 2 und 3 von der dreiteiligen Reihe. Und in allen drei Bänden geht es um Essen, eine italienische Familie mit drei Schwestern. In jedem Band halt geht es um eine Schwester. Und Band 1 fand ich schon sehr charmant, sehr cool. Und Essen ist nie verkehrt. Dementsprechend freue ich mich auch auf die beiden Bände. Und ich finde, das Cover-Design, so mit den Eiswürfeln oder auch hier mit dieser, was ist das, Milch, ja, finde ich tatsächlich ganz cool. Also ich mag es und vor allem die Farben mag ich generell. Von daher bin ich guter Dinge und freue mich da definitiv sehr drauf. Vor allen Dingen, weil Band 1, ich glaube, fast 2 Jahre her ist und dass ich die Bücher besitze, glaube ich, fast 3, wenn ich mich nicht irre. Von daher ist es höchste Zeit. Machen wir weiter mit einer gehypten Autorin und zwar Brittany C. Cherry und ihrer Elements-Reihe. Da haben wir einmal auch, ich glaube, das ist Band 4, das ist Band 3 und vor allen Dingen, ich glaube, der wird von vielen Leuten gehypt, also von daher bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde inhaltlich gar nichts dazu sagen, weil die Bücher sind ja alle gleich aufgebaut. Also es ist ja wirklich so, wenn man so ein paar Brittany C. Cherry Bücher gelesen hat, kann man eigentlich sich ableiten, wie alle Bücher ablaufen. Also es wird wieder dramatisch sein und die Dramatik wird durch Schicksal aufgebaut. Mir ist in letzter Zeit auch gefallen, dass das nicht mehr ganz mein Fall ist. Aber ich habe die Bücher schon hier. Ich möchte sie auch nicht vorverurteilen. Und von daher werde ich sie lesen und dann in meinem Lesemonat mehr dazu sagen können. Nun zu einer Reihe, die ich fast nie irgendwo sehe oder noch nie irgendwo gesehen habe, die mich allerdings sehr überrascht hat, auch wenn sie ein paar Schwächen hatte, aber alles in allem hat sie mich überrascht, positiv. Und zwar geht es um die Wellington-Saga, ebenfalls Band 2 und 3. Es geht darin um Polospieler und Brüder, also wie gesagt, wieder dann Bruder und Bruder. Der Älteste war schon dran in Band 1 und dann geht es dann hier um die beiden Jüngeren. Ich bin früher geritten, auch sehr lange geritten, mag das ganze Thema auch. Aber ich glaube, auch wenn man mit Pferden nichts am Hut hat, kann man in den Büchern Spaß finden und kann daran Freude haben. Ich fand, es war einfach cool, mal was anderes. Ich mochte, wie die Geschichte aufgebaut war. Und das Ende war von Band 1 ein wenig, ja, schwierig. Also das war nicht ganz das Wahre. Da hätte sich der Autor bzw. das Autorenteam hätten sich da mehr Mühe geben können. Aber gut, da wollen wir jetzt mal drüber hinwegsehen. Ich will die Reihe schon Ewigkeiten weiterlesen, habe es Ewigkeiten nicht gemacht und dementsprechend sind sie jetzt fällig und ich denke, das wird eine der Reihen sein, mit denen ich beginnen werde. Als nächstes kommen wir zu einer Reihe, bei der ich Band 1 und 2 geliebt habe. Ich habe beide Bände gehört und fand es einfach so schön. Ich fand es so angenehm. Die Protagonisten haben rational und vor allen Dingen auch nachvollziehbar gehandelt, gedacht und so weiter und so fort. Und was super spannend war, ist, dass die indische Kultur eine Rolle spielt und auch das hatte ich noch nicht so häufig in Büchern. Und zwar geht es um Band 3 und 4 der Cherish-Reihe. Ich habe, wie gesagt, die ersten beiden Bände geliebt, wollte auch seitdem weitermachen, habe ich nicht gemacht. Das könnte ich eigentlich bei jeder Reihe sagen, deswegen wiederhole ich mich jetzt nicht weiter. Ich freue mich da schon drauf. Es wird in den Bänden wieder um die indische Kultur gehen und um die Familienmitglieder, glaube ich, von den vorherigen Protagonisten teilweise. Also ich glaube, in einem Band kreuzen sich da sozusagen die von Band 1 und 2 so ein bisschen mit ihren Familien. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall hat es mir alles gut gefallen. Die sind miteinander verbunden, sodass es halt Freunde sind. Und es geht zum Beispiel auch um so die indische Tradition, wie man halt eigentlich dort heiratet. Das weißt du ja vielleicht. Und das, finde ich, ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich freue mich auch auf diese beiden Bücher. Nun kommen Band 2 und 3 von einer Reihe, wo ich Band 1
im letzten Monat gelesen habe, und zwar als ich meinen Lesemarathon gemacht habe. Auch den werde ich dir auf dem i verlinken. Auf jeden Fall habe ich das Buch von Janelle Vallee, Now and Forever, geliebt. Auch dazu wirst du mehr in meinem Lesemonat sehen. Aber das ist wirklich eine New Adult-Empfehlung und ich glaube wirklich eines der besten New Adult-Bücher, die ich jemals gelesen habe. Davon gibt es auch zwei weitere Bände, und zwar diese beiden. Das ist einmal Only With You und With or Without You. Wow, fast ein Zungenbrecher hier. Auf jeden Fall geht es darin um die beiden Freundinnen von der Protagonistin. Spannend dabei ist ja, dass die beiden in Band 1 vergeben sind. Da ist natürlich schwierig, eine Love Story draus zu basteln. In diesem Band geht es auf jeden Fall auch um die Freundin und dass sie auf ihren Ex-Freund trifft. Also da hat man wohl anscheinend einen direkten Bezug. Und in diesem Band, das wird auch sehr spicy, hoffe ich, zumindest geht es um die dritte Freundin und den Dozenten, den heißen, der schon im Band 1 vorkam. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe gerade festgestellt, dass die beiden Bücher wohl ein ganzes Stück später erschienen sind als der erste Band. Aber davon wollen wir uns jetzt mal nicht beeinflussen lassen und sind gespannt darauf, wie die Bücher sein werden. Ich hoffe, sie werden an Band 1 anschließen können. Ich bin da sehr gespannt drauf und wie gesagt, mit der Autorin ist es ja, also und mir ist es ja nicht immer leicht, aber bei den Büchern bin ich guter Dinge und freue mich dann schon darauf, mit der Reihe weiterzumachen. Es kommen noch zwei Reihen und davon ist die vorletzte, die Rixton Falls Reihe von Winter Renshaw. Ich habe von ihr eine andere Reihe gelesen, die Amato Brothers Reihe. Fand ich richtig, richtig cool. Und auch von dieser Reihe habe ich ja Band 1 offensichtlich schon gelesen. Auch den fand ich gut, allerdings ein wenig komisch an der einen oder anderen Stelle, weil es für mich manchmal nicht ganz nachvollziehbar war, warum dieses Problem, was entstanden ist, überhaupt entstanden konnte. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Egal. Auf jeden Fall geht es in diesen beiden Bänden dann um die Schwester und den Bruder, ich glaube, das müsste auch richtig gezeigt sein, von der Protagonistin aus Band 1. Es geht da um so eine wohlhabendere Familie und ja, ich will gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil ich auch gar nicht so viel mehr dazu weiß. In meinem Lesemonat wirst du mehr sehen, weil ich gehe stark davon aus, dass ich diese beiden Bücher auf jeden Fall lesen werde. Mir ist eben noch aufgefallen, dass Lesemonat wahrscheinlich gar nicht richtig ist. Ich werde nämlich für diesen Monat, also für den Mai, etwas anderes ausprobieren. Dadurch, dass ich ja recht viele Bücher jeden Monat beende und von daher so ein Lesemonat wahrscheinlich relativ lange dauern wird. Ich werde ihn erst demnächst drehen, also den für April. Und dann wirst du ja sehen, wie lange du das Vergnügen hast, mir lauschen zu dürfen. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich Lesewochen machen und bin da schon gespannt drauf. Aber dazu wirst du dann mehr sehen, sobald es das erste Mal, ja, damit startet. Aber kommen wir jetzt zur letzten Reihe für dieses Video. Und zwar ist es die Prinzessinnen von New York Reihe von Anna Goodberson. Ich dachte, dass ich vielleicht nur Band 3 und 4 lesen müsste, aber Band 2 habe ich letzten Monat nicht mehr geschafft. Auf jeden Fall geht diese Reihe in eine ganz andere Richtung als alle anderen Bücher. Und zwar ist dieses Buch historisch. Ich lese eigentlich keine historischen Bücher, nur ganz, ganz selten mal, also wirklich alle 5 Jahre mal gefühlt. Aber diese Reihe ist bei mir eingezogen, ohne dass mir klar war, dass es in einer anderen Zeit spielt. Also es spielt, glaube ich, im 19. Jahrhundert, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ist dort aber schon eine New Adult-Geschichte und erinnert durchaus auch an Gossip Girl. Es geht um Intrigen, Verstrickungen, dann verschwindet jemand, vielleicht verschwindet er auch nicht. Also es ist ein einziges Hin und Her. Der ist neidisch auf den, der ist neidisch auf den. Und die Geschichte ist fortlaufend. Solltest du die Reihe lesen wollen, kann ich dir empfehlen, nicht die Klappentexte von Band 2, 3 und 4 zu lesen. Du wirst dich spoilern. Ich habe Band 1 im Buddyread gelesen damals und habe dann aus Neugier wissen wollen, worum es in den weiteren Bänden geht, obwohl ich sie schon da hatte. Ja, ich habe mich selten so hart gespoilert. Zum Glück habe ich es mittlerweile vergessen. Hat auch Vorteile, wenn man die Bücher nicht immer direkt liest. Aber auch darauf freue ich mich dann schon. Vielleicht noch als kleiner Einschub. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich jede von den Reihen beenden kann, sondern einfach nur darum, dass ich damit weitermache. Also es könnte auch durchaus vorkommen, dass ich einfach nur den zweiten Band lese oder 2 und 3 lese und 4 dann übrig bleibt, je nachdem, wie lang die Reihe ist. Es geht mir eher darum, dass ich mich darauf konzentrieren kann, da mir ein bisschen mehr das Ganze vornehme und einfach mal weitermache, anstatt dass es eben 100 Jahre dauert, bis ich dann irgendwann mal wieder dazu greife.
Das waren dann doch ein paar mehr Bücher als ursprünglich geplant, aber ich dachte mir, ich gebe dir so einen kleinen Vorgeschmack, was ich mir so vornehme, und dann können wir alle gespannt sein, wie viel ich davon am Ende des Tages tatsächlich beenden können werde. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schreib mir in die Kommentare, ob du dir eine Leseliste machst oder ob du komplett spontan bist, was dein Lesevorhaben angeht. Und vor allen Dingen auch, wenn du eine Liste machst, bist du konsequent oder bist du eher inkonsequent wie ich, was das angeht? Ansonsten freue ich mich, wenn du bei dem nächsten Video wieder mit dabei bist, und wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dann. Bye.